Hallo, Happy Sketching. Eine kleine Übung zum Schluss zur Schattenkonstruktion. Die Herausforderung ist immer, dass wir zu viel an die Konstruktion denken und gar nicht so stark zeichnen. Schattenkonstruktion ist eigentlich darum wichtig, weil wir ja vielleicht wissen müssen, wie wir beim Film, beim Storyboard die Schatten lenken sollen. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Möglichkeit, den Blick zu führen mit dem Schatten. Ich mache hier einzelne Tannen, wie sie vielleicht in einer Landschaft stehen könnten. Ich habe hier den Horizont nur angedeutet. Gegen hinten hat es vielleicht kleinere Tannen, wie das halt so ist. Sie sind aber alle in dem Sinne einzeln und ich möchte gerne vielleicht einen Vollmond hier, müsste ich ja jetzt andersrum zeichnen, aber dass man das sieht, irgendwo da hat vielleicht ein Wolf, der da hinziehen soll, ich weiß es nicht, ich zeichne den Wolf natürlich nicht im Detail. Vielleicht habe ich eine Landschaft hier leicht über dem Horizont, da die Berge ja meist über dem Blick, über der Augenhöhe stehen. Ja, vielleicht sieht es so aus. Vielleicht habe ich einen Weg so hier. Okay, jetzt die Schattenkonstruktion ist in dem Sinne einfach. Mond, Fußpunkt, also hier Fluchtpunkt. Also das heißt, der Schatten dieser Tanne kommt von hier, dieser Tanne kommt von hier, diese Tanne geht hierhin, diese Tanne geht hierhin. Die Schatten werden zum Betrachter hin viel größer. Vielleicht muss ich da, vielleicht wird es auch dunkler da. Wieder Fußpunkt hier, also dieser Schatten von dieser Tanne geht ja in diese Richtung. Da die ausladenden Äste und dasselbe wieder hier, vielleicht ein ausladender Ast, Schatten. Okay, jetzt hat das so eine Dynamik. Übrigens, das ist ein Graphit, also ein Bleistift eigentlich. Das fühlt sich an wie ein normaler Bleistift, ist aber wasserlöslich. Mit dem Vorteil jetzt, dass ich relativ einfach ein bisschen Wasser nehmen kann und das vermalen kann. So komme ich relativ einfach zu einer Stimmung. Also wenn ich jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel diese Berge so ein bisschen antönen möchte, dass die mehr Inhalt auch haben oder auch die Tannen hier, kann ich das einfach mit einer zweiten, eine Lasur, also eine transparente kleine Führung der Linie, kann ich das hier dazusetzen oder auch den Weg andeuten. Und natürlich für die Schatten, darum zeige ich es jetzt bei dieser Version, kann ich das relativ gut brauchen, um eben die Stimmung ein bisschen über alles zu ziehen. Das weiß ich nicht, ist gewagt, ich mache das mal über alles. So, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und so weiter und so fort. Vielleicht möchte ich jetzt wegen der Blickführung da ein bisschen mehr Graphit, damit das hier ein bisschen dunkler wird. Übrigens, kleiner Tipp, wenn Sie einen Pinsel haben, dann taucht man den Pinsel nur bis zu einem Drittel der Borsten oder Haare ein. Die Manschette des Pinsels soll nicht mit Wasser gefüllt werden, weil sonst das Wasser unkontrolliert aus dem Pinsel läuft, was wir nicht so toll finden, wenn wir arbeiten. Okay? Ja. Ich freue mich auf Ihre Idee, wie Sie eine Schattenkonstruktion umsetzen können und gerne geben wir zu Ihrem Upload auf dem Blog ein Feedback.